Und aus Brüssel ist uns jetzt zugeschaltet der CDU-Politiker David McAllister. Er leitet den Auswärtigen Ausschuss im Brüsseler Europaparlament. Herr McAllister, Sie haben eine Pressemeldung veröffentlicht und um Zugang gebeten, um sicheren Zugang, um die Ausreise aller Ausländer zu gewährleisten. Mehr können Sie auch gar nicht tun, ne? Guten Morgen aus Brüssel. Der Auswärtige Ausschuss des Europäischen Parlaments tagt heute Morgen in einer Sondersitzung. Wir wollen uns durch den Hohen Vertreter und Vizepräsidenten der Kommission, Josep Borrell, über die aktuellen Entwicklungen in Afghanistan unterrichten lassen. Es geht jetzt darum, unsere Staatsangehörigen sicher aus Afghanistan herauszuholen. Das Gleiche gilt für die Ortskräfte, die für unsere Institutionen, für Nichtregierungsorganisationen tätig waren und die jetzt in großer Gefahr sind. Darauf konzentrieren sich jetzt unsere Bemühungen. Und da kann die Europäische Union einen Beitrag auch leisten, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten besser zu koordinieren und auch mit den transatlantischen Partnern so schnell wie möglich, so sicher wie möglich, so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan herauszuholen. Also verstehe ich Sie richtig, jenseits des Appells führen Sie auch Gespräche im Hintergrund. Können Sie uns das mal erklären? Die 27 Außenminister der EU-Mitgliedstaaten haben sich ja am Dienstag mit dem Hohen Vertreter gesprochen. Auch über diese Sitzung werden wir uns unterrichten lassen. Und es ist doch klar, dass jetzt alle Mitgliedstaaten versuchen, einen aktiven Beitrag zu leisten, zunächst vor Ort die Evakuierungsmaßnahmen erfolgreich durchzuführen. Viele EU-Mitgliedstaaten haben jetzt auch Soldaten vor Ort, um entsprechend den Abzug sicherzustellen. Und diese Arbeit hat jetzt Priorität. Aber darüber hinaus stellt sich natürlich eine neue Lage für uns in Afghanistan mit Auswirkungen auf die gesamte Region. Und darauf muss sich die Europäische Union auch einstellen. Und auch hier erwarten wir vom Hohen Vertreter heute Morgen eine klare Lageanalyse. Was ist Ihre größte Sorge, Herr McAllister? Der Einsatz in Afghanistan ist im Ergebnis gescheitert, zumindest mit Blick auf unsere Vorstellung, dass man demokratische, rechtsstaatliche, stabile Strukturen bilden könnte. Über diesen Einsatz wird Klartext gesprochen werden müssen innerhalb der NATO, wie es dazu kommen konnte und auch aus welchen Gründen die afghanische Armee nicht in der Lage war, den Ansturm der Taliban in so kurzer Zeit nicht verteidigen zu können. Das muss gründlich im Bündnis aufgearbeitet werden. Aber jetzt haben die Evakuierungsmaßnahmen und die humanitäre Unterstützung für die zu erwartenden vielen, vielen Flüchtlinge, die in die Nachbarländer Afghanistan sich auf den Weg machen werden, Priorität. Und Afghanistan ist ein strategisch wichtiges Land in dieser Region. Und wir werden jetzt sehr genau beobachten müssen, wie sich die neue Taliban-Regierung verhält. Sie sind jetzt die neuen Machthaber in ganz Afghanistan. Man wird mit ihnen sprechen müssen. Aber wie unsere künftige Zusammenarbeit mit der Taliban-Regierung aussehen wird, hängt ganz maßgeblich davon ab, wie sich die Taliban verhalten werden. Wir werden sehr genau darauf achten, ob die Taliban bereit sind, die Grundrechte zu respektieren und insbesondere die Rechte von Frauen, von Mädchen und von Minderheiten zu respektieren. Deshalb, wie die diplomatischen Beziehungen zu Afghanistan zukünftig aussehen werden, hängt von den Taliban ab, aber Gespräche werden geführt werden müssen. Herr McAllister, was haben Sie denn dann für einen Hebel, wenn die Taliban sozusagen das, was sie wollen, Rechte von Frauen achten etc., wenn sie das nicht tun? Was haben Sie denn dann für einen Hebel? Handelsmäßig gibt es relativ wenig Instrumente, die Europäische Union zur Verfügung hat, weil der Handel zwischen Afghanistan und der EU eine eher kleine Dimension hat. Aber die Europäische Union und die Mitgliedstaaten haben in den letzten Jahren viel Entwicklungszusammenarbeit gewährleistet für Afghanistan. Ob es künftig noch Entwicklungszusammenarbeit geben wird und wenn ja, in welchem Umfang, wie gesagt, das hängt ganz maßgeblich davon ab, ob die Regierung in Kabul, ob die Taliban bereit sind, unsere Grundprinzipien zu achten. Und da wird man abwarten müssen, wie die Entwicklung geht. Ein anderes, die Europäische Union und insbesondere das Europäische Parlament fordert jetzt die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, schnell und unbürokratisch und zügig umfangreiche Unterstützung für die internationalen Hilfsorganisationen zu geben, die in den Nachbarländern Afghanistans jetzt sicherlich leider viele, viele Menschen werden aufnehmen müssen, die aus berechtigter Angst vor Leib und Leben ihr Land werden verlassen müssen. Das heißt, wir wollen Unterstützung geben für den UNHCR,
in den Nachbarstaaten Afghanistans, Iran, Pakistan, Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan. In Deutschland wird ja auch befürchtet, dass es eine Flüchtlingswelle hier geben könnte. Sehen Sie das so? Wird das in der EU auch diskutiert, dass die Flüchtlingswelle sozusagen nach Europa schwappen könnte? Die Außenminister der Mitgliedstaaten haben am Dienstag klargemacht, dass sie die Nachbarländer Afghanistans umfangreich finanziell unterstützen wollen, um die bevorstehenden Herausforderungen durch die neuen Migrationswellen zu unterstützen. Es ist, wie ich gerade betont habe, entscheidend, dass wir das UNHCR und die anderen Flüchtlingsorganisationen unterstützen. Denn eine Erkenntnis aus dem Jahre 2015 war ja auch, dass damals die internationale Staatengemeinschaft der Westen nicht bereit war, das UNHCR so zu unterstützen, wie es erforderlich gewesen wäre. Daraufhin wurden am Ende im Akt einer Verzweiflung die Essensrationen für die geflüchteten Menschen an der türkisch-syrischen Grenze gekürzt. Und daraufhin haben sich Hunderttausende auf den Weg gemacht aus der Südtürkei in Richtung Europa. Insofern, diese Entwicklungen von 2015 sollten uns eine Lehre sein. Und deshalb gilt es jetzt, dass die internationale Staatengemeinschaft, und damit meine ich nicht nur die Europäer, sondern den gesamten Westen und darüber hinaus, dass wir alle jetzt unseren Beitrag leisten, die Mitgliedstaaten, die Nachbarstaaten Afghanistans, die jetzt vor ganz neuen Herausforderungen stehen, auch entsprechend zu unterstützen. David McAllister war das aus dem Brüsseler Europaparlament. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch.